Fashion Week Berlin Tag 2 und Alter, es ist so unfassbar dunkel draußen. Ich bin jetzt in der Nähe vom Soho-Haus. Dort geht es zum ersten Event zu Cross Jeans. Danach geht es für mich zum Topshop-Fitting. Danach geht es für mich zum David Tomaszewski-Fitting. Dann gehe ich zu drei Shows, die alle genau hintereinander sind und auch noch alle drei an verschiedenen Locations. Aber zum Glück relativ nah beieinander. Jetzt sind wir auf dem Weg zu David für ein Fitting dort. Und ich hoffe, es gibt Kaffee und Essen. Zu Hause angekommen und hier herrscht reines Chaos. Ich zeige euch kurz. Hier liegen 10.000 Sachen. Hier liegen 10.000 Sachen. Da liegen nur 10.000 Sachen. Das sind Outfit-Sachen. Ich sage euch, kurz ins Helle, Chaos. Was bedeutet, dass ich jetzt erstmal aufräumen werde und die Sachen sortieren werde und parallel werde ich mir was zu essen bestellen, weil ich es heute nicht geschafft habe, irgendwas zu essen. Geschweige denn vernünftig zu filmen, weil ich heute wirklich den ganzen Tag irgendwie nur von einem Event, von einem zum Fitting, zur Show gerannt bin und es alles immer so knapp getaktet ist, dass es unfassbar schwer ist, euch vernünftig mitzunehmen. Also fürs nächste Mal muss ich mir merken, ich muss irgendwas anders machen. Ja, so funktioniert es nicht. Aber ich versuche natürlich, euch trotzdem so ein bisschen Eindrücke zu zeigen. Bei den Shows gerade eben habe ich mit dem iPhone gefilmt, weil ich die Kamera nicht mitnehmen konnte. Die wäre einfach zu groß gewesen. Seht ihr, ich kann nicht mehr richtig reden. Was ist los hier? Genau, Kamera wäre zu groß geworden. Ich habe ein bisschen mit dem iPhone gefilmt, um euch zu zeigen, wie die Shows so gewesen sind. Jetzt bin ich zu Hause, werde aufräumen, Essen bestellen, dann noch ein bisschen arbeiten, dann ins Bett fallen. Und morgen früh geht es direkt weiter. Und auch da werde ich euch wieder mitnehmen und mein Bestes geben, um euch halt wirklich viele Eindrücke zu zeigen, wie das Ganze auf der Fashion Week so ist. Thema für diesen Vlog, jeden Tag aus dem Auto heraus eröffnen. Das liegt aber auch einfach daran, dass wenn ich unterwegs bin, ich mich nicht darauf fokussieren kann, alle meine Sachen zu tragen, zu koordinieren, wo ich hin muss und dann auch noch zu vloggen. Und wenn ich bei den Events bin und so weiter, dann habt ihr ja mitbekommen, bin ich eh so ein bisschen verpeilt. Und deswegen ist es die beste Möglichkeit, einfach im Auto zu starten. Und in diesem Sinne, guten Morgen und willkommen zu Tag Nummer 3. Der Fashion Week in Berlin. Für mich geht es jetzt heute Morgen zur Insta-Lounge, danach zu Panorama, dann zur Premium, was beides Messen sind. Da habe ich jeweils ein paar Termine und dann steht heute Abend noch eine einzige Show an, die David Tomaszewski Show, für die ich gestern mein Fitting war. Und ich weiß noch nicht genau, wie ich mich umziehe, aber zu 99% werde ich das im Auto machen müssen und das wird interessant. Aber das mache ich schon irgendwie. Ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal los. Schaue mal, ob ich euch gleich mitnehme. Ich versuche es auf jeden Fall. Und ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall. Ich kann nicht mehr reden. Auf jeden Fall später wieder.
So, ich bin jetzt bei InStyle und Kim ist auch am Start und Caro ist auch am Start. Also, zeig mal lieber unsere Looks, wir sehen so cool aus. Niemand. Julia, ich bin als Tennisball verkleidet. Ja. Ja, das ist jetzt auf jeden Fall ein Video mit Mehrwert. Das üben wir nochmal. Was machen wir hier? Komm, erzähl mal bitte irgendwas. Ich bin der Mehrwert. Kim ist der Mehrwert. Ja, und ansonsten so, Kim, ich bin ja nicht wegen dir hier, ne? Du bist jetzt so durch Zufall auch hier. Aber mit euch wird's halt immer lustig, wenn ich irgendwo bin. Das ist kein Zufall. Stimmt, wir ziehen uns magisch an. In der Fashion-Branche ist nichts ein Zufall. Bei uns sowieso nicht. Das ist so eine Bindung. Das ist alles durchgebracht. Und dann kommt unser Tennisball. Der Tennisball? Guck mal, sie wundert sich immer, dass sie irgendwie ausgegrenzt wird. Aber ganz ehrlich, sie grenzt sich selber aus. Ich will eigentlich immer gar nicht ins Video. Okay, sie ist kamerascheu. Glaubt dir kein Mensch. So, wir sind gerade auf dem Weg zur Panorama. Julia ist jetzt auch am Start. Soraya ist auch am Start. Hallo! Und ganz ehrlich, das ist hier mega scheiße organisiert, weil wir finden halt schon seit einer halben Stunde hier rum und haben noch einen Kilometer jetzt vor uns, wurde gerade gesagt. Ja, beziehungsweise wir finden den Eingang einfach nicht. Ja. Das ist einfach. Liegt an Jackie. Nein. Liegt an dir? Ich denke nicht. Man mag es kaum glauben, aber wir sind angekommen. Yay! Yeah. Nachdem wir gefühlt 5 Kilometer gelaufen sind, um hier anzukommen. Jetzt sind wir aber hier. Unsere Mission ist es, die Panorama auszuchecken und dann wahrscheinlich bei der Foodhalle hängen zu bleiben. Und da drin zu bleiben. Ja. Just came for the food. Just came for the food, as always. Passen wir hier zusammen rein eigentlich? Ciao, Alter. Guck mal, wie dunkel das ist. Richtig schön. Mega dunkel. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Nein, da müssen wir lang. Scheiße. Gerade neben dir. Okay, jetzt haben wir blaues Licht. Jetzt haben wir blaues Licht. Blaues Licht. Oder wo sind wir? Auf jeden Fall habe ich Domi hier getroffen. Hallo. Muss man auf den Punkt zu bringen. Ja. Und wir waren gerade bei Seidenfeld auf der Panorama und ich habe nichts gefilmt. Und Domi ist andererseits ist besser. Mann, weil ich Stories gemacht habe und ich einfach überfordert bin mit meinem Leben. Gut. Das ist nicht so. Oh. Vielleicht solltest du dann mal was ändern. Also ja. Das ist ein bisschen schwierig. Vielleicht dann. Nach der Fashion Week dann, ne? Okay. Nee. Nach der Fashion Week nehmen wir uns vor. So. Koordination. Das Beste. Alright, jetzt erstmal schnell nach Hause, ein paar Sachen mit Akku holen, habe ich noch nicht vergessen. Dann zu Premium und dann umziehen und dann zu David Tomaszewski. Was machst du noch so? Ich gehe essen. Ja, geil. Freunde. Werde ich dann irgendwann heute Nacht machen. Das macht man halt. Ja, würde ich auch gerne machen. Heute ist Tag 4 der Berliner Fashion Week und somit ist die Fashion Week so gut wie zu Ende. Ich habe heute und morgen nur noch ein paar kleinere Events, eher so Brunch, Lunch, Lounge-Geschichten. Heute Abend dann noch eine Show, das ist die Maybelline Show. Das war es dann aber auch und werde dann die restliche Zeit nutzen zum Content-Shooten. Und da das irgendwie die letzten Tage nicht so optimal funktioniert hat mit euch mitnehmen, filmen, weil es einfach super hektisch und stressig war, habe ich jetzt beschlossen, ich lasse die Kamera die letzten 2 Tage zu Hause. So spannend wird es eh nicht mehr.
Und beende den Vlog an dieser Stelle. Ich hoffe aber, ich konnte euch so ein bisschen vermitteln, wie die Fashion Week so ist, außer chaotisch. Es hat Spaß gemacht zuzuschauen. Und ansonsten könnt ihr immer bei Instagram vorbeischauen und meine Stories nehme ich euch auch mit. Und nächste Woche sehen wir uns bereits wieder. Dann aus Kuba, wie es aussieht. Flug habe ich noch nicht gebucht, muss jetzt gebucht werden. Bis dahin, subscribe, like und hinhauen.